Informationen vom ahnungslosen Urbayern Wastelde Pfallscheißer. Zunächst über die kommunale Selbstverwaltung. Grüß euch miteinander. Oder neudeutsch, hallo. Ich bin Wastelde Pfallscheißer und informiere heute über die Politik in eurem Bundesland. Speziell über die bayerische Kommunalpolitik. Ich wurde nämlich gefragt, Wastel, weißt du etwas? Da ich nichts weiß, erkläre ich es euch. Was versteht man unter kommunaler Selbstverwaltung? Ich verstehe das so. Die Landesregierung kann sich nicht um alles kümmern. Daher haben Bezirke mit den Bezirksregierungen, Landkreise mit Land- und Kreisräten in den Landratsämtern und Gemeinden mit Bürgermeistern und Gemeinderäten in den Rathäusern das Recht, Angelegenheiten, die sie selbst betreffen, auch selbst zu regeln. Später werde ich beschreiben, diese drei Verwaltungsebenen haben dabei Pflichtaufgaben, die sie erledigen müssen, und freiwillige Aufgaben, die sie erledigen können. Und das alles im Auftrag und zum Wohle des Volkes, denn das hat die Entscheidungsträger vom Ministerpräsidenten bis zum Gemeinderat schließlich gewählt. Welche Behörde dabei was regelt, erfährst du in deiner Gemeinde oder im Landratsamt. Hole dir im Rathaus einige Broschüren darüber. Bis gleich, euer Wastel. Nun über Aufgaben und Kontrolle der Verwaltungsebenen. Servus, da bin ich wieder. Ich wies vorhin schon darauf hin, von Politik verstehe ich nichts. Nur dieses Wissen habe ich, alle Verwaltungsebenen in Bayern haben ihre eigenen Aufgaben. Die Staatsregierung beschließt Landesgesetze, überwacht die Einhaltung der Gesetze und hat die Aufsicht über die darunter stehenden Verwaltungen, also Bezirke, Kreise und Gemeinden. Dabei gilt, jeder überwacht jeden. Die 7 bayerischen Bezirke haben Pflichtaufgaben, den Naturschutz zum Beispiel, und freiwillige Aufgaben, die nur den eigenen Bezirk betreffen, wie das Fördern von Musik, den Betrieb von Freilichtmuseen und so weiter. Landkreise übernehmen Aufgaben, die sie vom Staat übertragen bekommen haben, wie zum Beispiel den Katastrophenschutz. Und sie überwachen die Gemeinden, die zu ihnen gehören. Die Gemeinden schließlich haben wie Bezirke und Landkreise ihre Pflichtaufgaben, Aufgaben also, die ihr Gemeindegebiet betreffen und vom Staat bzw. Gesetz vorgegeben sind. Gemeindliche Behörden regeln zum Beispiel den Brandschutz im Gemeindehaus, den Denkmalschutz alter Gemeindebauten, die Gefahrenabwehr und die Verkehrssicherheit im Ort sowie den Schulaufwand für die örtlichen Schulen. Gemeinden geht der Unterricht nichts an, sie müssen aber für intakte Schulgebäude sorgen. Stichwort Zuständigkeit. Bundesstraßen gehören dem Staat Deutschland. Er muss auch für sie sorgen. Verläuft aber eine Bundesstraße durch eine Ortschaft, ist die Gemeinde für diesen Teil zuständig und muss, ja, muss für die Verkehrssicherheit in ihrem Bereich sorgen und zum Beispiel Fußgängerüberwege bauen. Die andere Sorte sind die freiwilligen Aufgaben, die nur die eigene Gemeinde betreffen. Diese verbessern die Lebensqualität für die Bewohner des Ortes. Dazu gehören beispielsweise der Bau von Freibädern, Sportplätzen und anderen Freizeitangeboten. Hängt natürlich davon ab, ob die Gemeinde das nötige Kleingeld dazu besitzt. So, und ab sofort weiß ich gar nichts mehr. Ich verabschiede mich von euch mit meinem Lieblingsspruch: Veni duva,
dann wär ich am liebsten ich. Oder Hochdeutsch, wenn ich du wäre, dann wäre ich am liebsten ich. So, jetzt gehe ich zum Weinen.